Moin! Jo, das siebte Spendenvideo, das siebte und letzte Spendenvideo der Trio-Spendenaktion, die ich zusammen mit dem Miro und dem Andi vom 19. bis zum 25. Februar jetzt abgehalten habe. Heute das letzte Video. Vielen, vielen Dank. Geht nochmal raus an all die Spender. Hier zum Beispiel sei der Heinz-Peter herzlich gegrüßt. Eine Wahnsinnsspende. Solch eine Colt Breitling, beziehungsweise ein Breitling Colt Schweizer Automatikuhr im Top-Zustand zu spenden, ist der Hammer. Ist wirklich der Hammer. Das ist für mich das Highlight, dieses Set, was ich euch hier anbieten werde, dieser Spendenaktion. Es gab viele, viele tolle Messer, sowohl bei meinen Spendenaktionen wie auch bei Miro und Andi. Ich hoffe, da wart ihr auch dabei. Link zu ihren Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt das mal aus. Ja, und heute bei der letzten Aktion hier halt ein Set aus dieser Automatikuhr, der Colt Breitling, eine A17035, so die genaue Modellreferenznummer. Die kommt dann auch mit allen Papieren, mit all den Originalpapieren von Wempe, wann sie gekauft wurde. Das ist alles noch dabei. Die Überarbeitung der Uhr ist auch dabei. Wirklich die Originaldokumente, alles dabei. Das Originalarmband kommt mit, ist natürlich auch noch dabei. Hier als optische Schmanke, wem es denn gefällt, ist ein Carbon Fiber Armband dran, eine Schließe. Generell möchte ich mich auch nochmal beim Klaus L. Müller bedanken. Klaus hat nämlich diese Uhr vorgestellt. Ich hatte ihn angeschrieben und gefragt, ob er nicht mal einen Blick drauf werfen möchte. Ja, bei ernsthaftem Interesse, checkt ihr das Video vom Klaus mal ab. Der geht da sehr auf die Uhr ein, auf die Vorzüge, da bekommt ihr einen guten Eindruck davon. Ich kann euch nicht viel dazu sagen, außer dass ich finde, es ist eine schicke Uhr, es ist eine sehr edle Uhr, die funktioniert auch technisch astrein, da gibt's nichts zu meckern und befindet sich auch optisch in einem absoluten Top-Zustand. Ein Wahnsinnsteil. Ich hoffe, da wird es ordentlich Gebote geben. Da gibt es ein paar Leute, die Lust haben auf dieses Schätzchen hier. Wie gesagt, bei Interesse, checkt das verlinkte Video von Klaus mit ab. Lohnt sich definitiv, sich das anzugucken. Und es kommt nicht nur die Uhr, sondern zu diesem Uhr als Set in dieser Custom, Handmade Pancake Lederscheide kommt dann noch ein Böker Excalibur 2 mit Carbon Fiber Griffschalen, VG10 Stahl in einem sehr, sehr guten Zustand. Richtig nice das Teil. Sauber verarbeitet, anständiger Klingenstand, befindet sich optisch in einem Top-Zustand. Ja, das hier als Set, das Messer mit der Breitling Colt-Uhr. Ich hoffe, da wird es viele, viele Gebote geben. Ist ein tolles, tolles Set. Ihr findet einen vorgefertigten, angepinnten Versteigerungskommentar, nämlich Versteigerung 7, Breitling Colt und Böker Excalibur 2. Findet ihr in der Kommentarleiste. Bei Interesse hängt ihr euren Kommentar, euer Gebot einfach als Antwort ran. Und ich hoffe, für dieses tolle Set kommt ordentlich was zusammen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Damit endet diese Spendenaktion. Der allergrößte Dank geht raus an die Spender, die diese tollen Sachen zur Verfügung gestellt haben. Ich bedanke mich für die Großzügigkeit und für das Vertrauen an mich. Hat recht lange gedauert, bis die Sachen so alle über den Tisch gehen. Und ich habe auch noch ein paar Sachen. Da werden also dieses Jahr noch ein paar weitere Aktionen folgen, bis die Spendenkiste endlich leer ist. Danke auch für die Leute, die immer noch warten und Geduld haben. Geht halt alles nicht ganz so schnell. Ist immer doch immer mit viel Arbeit verknüpft und Zeit. Danke dann an Miro und den Andi, die mir so tatkräftig geholfen haben. Und an euch für das Interesse und dass ihr so zahlreich immer mitbietet, sodass eine schöne Summe am Ende bei rumkommt. Zu dieser Trio-Spendenaktion, relevante Infos in der Videobeschreibung. Und abschließend wird es Ende März, denke ich mal,
wird Ende März nochmal ein Update, ein Abschluss, ein Fazitvideo erscheinen. Da werde ich euch dann auflisten, wie viel Geld insgesamt bei rumgekommen ist. Also nicht nur bei meinen Versteigerungen, sondern auch bei den Versteigerungen vom Andi und bei den Versteigerungen vom Miro. Da lief das ja auch immer eine gesamte Woche. Ich werde das aufschlüsseln. Da werdet ihr genau eine genaue Aufschlüsselung finden, wie viel Geld bei jeder einzelnen Versteigerung, wie viel Geld insgesamt für jede Organisation und generell die Gesamtsumme dabei rumgekommen ist. Jo, das dann, denke ich mal, so Ende März. Anfang April, wenn alles über den Tisch ist und das Geld dann auch bei den Organisationen angekommen ist. Alles klar, das war's dann auch. Ja, schicke, schicke Uhr, tolle, tolle Messer, wirklich nice. Alles klar, tackert mal was in die Kommis und dann verbleibe ich wie immer mit, bleibt gesund, Peace. Ich bin raus.